Hallo Mädel und willkommen zurück hier zum Lego Marvel und eurem kleinen Kumpel. Wir sind jetzt hier bei Iron Man in der Bude. Tja, und werden halt von seinen eigenen Sachen angegriffen, was natürlich doch leicht deprimierend ist. So, mal gucken, ob wir da zu diesen Lambo-Trotten gehen können. Nicht. Ja, dann mach ich mal alles ein bisschen einfach nur runterreisen. Was so interessant ist, die eigenen Wände zu demolieren. Und damit wurde der Anzug auch Schrott. Wo bin ich denn hier? Hier bin ich. Ich könnte natürlich eigentlich auch einfach nur Iron Man nehmen. Der wahrscheinlich ein bisschen mehr Power hat. Ich weiß es gerade nicht, aber. Na los jetzt. So, alles niedergedroschen, was man wieder so dreschen war. Ah ja. Und da sind ja die Teile schon. Das Coole ist ja hier, wenn ich einfach mal mittendrin aufhöre, hört es halt auf. Beim Star Wars war es ja so, dann ging ja alles wieder zurück. Da musste man ja alles von Neuem anfangen. So. Und nun? Ach so, mehr ist es nicht. Oh, ich dachte, es kommt irgendwas Schwieriges. Okay. Der Playboy, das hat schon mal geklappt. Wenn wir es richtig timen, kommen wir daran vorbei. Wenn wir es richtig timen, kommen wir dran vorbei. Okay. Also, Timing-Sache. Wurzel. Timing Nummer 1 funktioniert. Zumindest bei mir. Nein. Eine Lichtschranke. Wunderprächtig. So, und durch. Ja, wir sind die Oberchecker-Hacker. Ja, Captain America. Und jetzt? Muss ich jetzt hier drauf gehen oder? Erstmal gucken wir mal rumgucken hier. Oh nein! Ich bin Captain America! Rumpf! Außer das Schild hält alles durch. Oh yes. Aua! Okay. Warum bruselt denn das? Ich brauche meine Keycard, um den Anzug freizugeben. Und die hast du nicht. Sie ist da drüben, auf der anderen Seite der verriegelten Tür. Schön. Da liegt sie gut, auf der anderen Seite der verriegelten Tür. Hält. Ah, hier oben, zwei Ironman-Anzüge. Was zur Hölle ist das? Also. Ach, ich muss das Ding fliegen. Das muss ihm doch einmal einer sagen, dass ich das Ding fliegen muss. Ah ja, da darf ich parken. Oder wie? Oh, das ist ja einfach. Juhu! Und ich kann mich wieder umziehen. Und jetzt bin ich... Was zur Hölle ist denn das? Viel besser. Ein bisschen altmodisch für meinen Geschmack. Aber für den Zweck sollte es reichen. Ich sehe aus wie so eine alte Konservendose. Ja, nee. Ist Lars weit. Altrich Kilan. Was kann der Tolles? Okay. Der ist sozusagen Feuer und Flamme. Was kannst du jetzt so Tolles? Nichts. Ich will den besseren Iron Man. Ach so, das ist der ganz alte hier. Ah, ich hätte es verstanden. Das ist der ganz, ganz alte. Gut. Das ist natürlich dann schade eigentlich. Ja, dann gucken wir mal, was der alte noch so bringt. Und geht es jetzt also auf? Blick.
Hallöchen, Öchen. Das ist der ganz, ganz alte, den er als allererstes gebastelt hat. Mehr wunderprächtig. War er nicht eigentlich größer? Ich will mal nicht so direkt auf Detailtreue drauf rumzubauen, aber war er nicht größer? Ich will nicht auf Detailtreue rumbauen, aber war er nicht größer? Der war größer. Ja, 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 ja. Oh Mann. Und ich frage mich, wie der das macht, wenn er alleine ist. Wenn du zwei Mann brauchst, um diesen Fahrstuhl zu bewegen. Checkpoint. Oh, guck an. Noch mehr solche Feurios. Ja, die einen kommen aus der Wand, die anderen kommen aus dem Boden. Das ist ja immer wieder interessant. Was die Bösewichte immer alles so Neues haben. Klick, 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 klick. Und was ist denn hier draußen? Was ist denn das hier? Ein überdimensionaler roter Lego-Kopf, der mich beobachtet. Ist ja wunderprächtig. Naja. Ob ich jemals rausfinden werde, für was der gut ist. Natürlich nicht. Hä? Was soll denn das sein, wenn Schatz ist eigentlich hier oben? Das ist wieder was hier. Naja, für wer ist das Lerner hier? Für Sandman? Na ja, gut, dann lassen wir den halt mal da oben hängen. Ich habe keine Ahnung, was mit dem da oben sein soll. Mehr abschließen kann man da auch nicht. Natürlich gerade schade finde. Oh. Ist das schon wieder so ein überdimensionaler Riesenkopf? Aha. Das ist hier mein Computer oder was? Was haben wir denn jetzt hier für einen überdimensionalen Roboter gebastelt? Scheint wohl hier der Kopf von meinem Sicherheitssystem zu sein. Was ist denn das jetzt hier? Das ist nicht ganz richtig. Achso. X drücken. Ha! Red doch mit mir! Und B. Okay. Und jetzt kloppen wir erstmal das Ding heil. Ach nee. Ja, wieder schön die Flammen ausmachen hier. Und diesen Tischstock erstmal zerrumseln. Na? Oh. Iron Man. Iron Man. Wir sind hier, weil wir Iron Man sind. Oder so sind wir. So, damit hätten wir wieder was Neues freigeschalten, nämlich Iron Man in Schrottbot Version. Warum zeigen die sich eigentlich immer und hauen alle ab? Das ist Schisser. Na komm her. Ding, 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 ding. Ach guck mal, der kann doch schießen. Ich bin ja begeistert. Yeah. Da ist ein Vorstuhl. Das ist ein ziemlich beeindruckendes Gebäude, Mr. Stark. No. Das ist mal eine Aussicht. Was? Also, da kann ich wieder nicht hoch genug springen, oder was? Da muss er wieder Captain America ran. Los, Captain America! Für Amerika und die Terrier. Ist das ein richtiger Job? Ob der mich dann hassen wird, wenn ich hier den seine ganze Anlage hier demoliere, gerade ein bisschen. Ich hoffe doch mal nicht. So, damit wären wir jetzt auch wieder hier drin. Na komm her. Na komm her. Rutzifixe.
Oh, ist denn das für ein schöner Kampf? Ach, guck mir nicht so an immer. Ah, auch mal was Neues, mal dranhängen. Das hatten wir noch nicht. Ah ja. So, den restlichen Tisch noch ein bisschen zerlegen. Wie funken wir jetzt hier runter? Das ist eine gute Frage, wie ich jetzt hier runterkomme, oder? Das stand nicht mit drin. In der Betriebsanleitung. Ah, guck an. Ein Roboter-Klamotten. Hm. Muss ich das dann jetzt wieder hochdrücken oder was? Jappa. So, halt. Lass mal einfach nur mal auf diesen Kant zu schießen. Könnte ich einfach machen. Ach nein, wir können ja auch schon mal eine halbe Stunde lang suchen, um herauszufinden, was es ist. Ja, das macht dieses Klopfe hier unten von denen. Das, du wirst ja richtig wirre in der Birre. Okay. Ja, kommt alle her. Schön, wie ihr da seid. Oh, lass mich doch mal schießen. Klick, 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 klick. Und ja, da kriegt man eine draufgewummert. Gut, das Captain America Style wird angesagt. Und du? Ich glaube, da muss ich erst irgendwas aktivieren. Oh yeah. Oh, nein, das ist nicht so gut. Nein. Das war nicht so gut. Okay. Ah, nicht noch einmal. So. Okay. Nochmal so einer. Und der Rest, der kann ich halt bloß machen, wenn ich jetzt was zum Ziehen hätte. Oh, Gegenstände kann nur einer mit Telekinese machen. Boah, also wieder was Besseres. Da kann bloß einer rein mit einem Hulk. Da könnten wir dieses Motorrad rausmachen. Schön. Und wir drehen das einfach mal wieder zurück. Schön. Und es kommt der Kippe auf. Was ist jetzt denn hier, ne? Oder doch? Ich weiß es gerade nicht. Muss ich das wieder zurückdrehen? Ne. Was soll ich jetzt hier machen? Das Teil zerstören. Gut, das war zumindest schon mal nicht das Richtige. Ach, hier. Wir könnten einfach mal hier reinschießen. Immer gucken, wo wir reinschießen können. Dann funktioniert das auch alles sowieso. Wunderschön. Lass mich raten, und jetzt rösten wir damit diese zwei Dinger. Die zweite Tür aufladen. Och, dort. Es ist wieder interessant, wie alles aufhört. So, noch ein bisschen die Einrichtung zu dröschen. Ich habe ja gehört, der hat genug Geld. Oh.
da liegt hinten Zeug, was ich holen will. Ups. Und dann kann ich es nicht holen. Gut. Da kann ich also auch nicht abschießen. Ist ja wieder mal mega mäßig. Und Zweckwoche. Oh. Bitte du fährst. Achso, da muss ich wieder. Stimmt, das Schild. Ups. Das ging ja schnell. Na komm. Schön. Geh weiter kaputt. Das ist ja richtig locker easy. Easy Rider ist es. Und wir werden immer noch von diesem kleinen Kopf beobachtet. Ich glaube, der empfindet das nicht so toll, wie wir das hier machen. Und die eine Hälfte haben wir wieder fertig. Und jetzt machen wir noch die zweite Hälfte. Ah ne, wir haben jetzt mittlerweile schon zwei Köpfe hier, die uns beobachten. Ah, so funktioniert die ganze Geschichte. Da ist er, der rote Kopf. Es tut mir leid, Sir. Meine Systeme werden gerade übersteuert. Wow, okay. Das ist ziemlich cool. Ja, wow, das ist ziemlich cool. Na komm her. Ja, das ist cool finden. So, kann ich halt hier. Also das muss ich aber wahrscheinlich noch gar nicht machen. Ja, ist ja gut. Hast ja gewonnen. Na komm, jetzt gehen wir nicht auf den Zeiger. Na los. So, dann müssen wir mal hinter gehen. Und mal gucken, ob da hinten irgendwas tun können. Beispiel wie irgendwas, was Gold ist? Nee. An der Wand. Haben wir etwas, was da hineinpassen könnte? Nein, haben wir nicht. Rumpf. Okay. Und dann krachen wir gleich noch den zweiten mit rein und kriegen dann den zweiten Strahl dazu. Ach, beim Innenstrahl klappt es, beim zweiten Strahl nicht. Grabs. Tja, so ist das Leben. Ja. Ah. Warte mal. Schade, ich kann da nicht dahinter schießen. Oh, Grabs. Nee, hätte ja sein können, dass das funktioniert hier. Aber... Nein, das reicht wieder nur, um das Ding aufzuladen. Und jetzt rüberladen. Oh. Sicherheitssystem teilweise wiederhergestellt. Fordere sofortige Bereitstellung des Mark 42-Anzugs an. Okay. Zeit, mich in Schale zu werfen. Ah, endlich. Jetzt kriegen wir unseren schönen Anzug wieder. Der nicht ganz so... Nur Charaktere, die Macht über Feuer haben, können Formeln aus goldenen Werkzeugen. Okay. Und jetzt? Toll, will das Ding mich jetzt gerade verarschen? Okay. Ja, nee, ist klar. Alter, wird das gar nicht abgezogen. Toll, sehe ich wieder genau das aus. Versuch mal mit deinem Laser da eine Form rauszuschneiden. Halten um einen Laser. Was? Okay. Dann wird die Hitzestrahl hier goldene Lego-Wände zerstören. Ah ja, jetzt gehörst du wohl doch dazu, die das kennen. Ah ja. Guck, keiner, wie ich das schön mache. Okay. Kann ich jetzt auch das zerstören? Nee, ne? Oder doch? Doch, ich kann es zerstören. Cool.
Also der Mark 42 und so ist ja doch sehr nice. Kann man sich nur bedanken. Der ist dann doch eine Nummer besser als das andere Teil. Oh, wo sind wir denn jetzt gelandet hier? Im Hauptkern. Arc-Reaktorlagerzugang gewährt. Wie gewährt? Was denn das für eine Silberlocke eigentlich wieder hier? Loki, es ist vorbei. Ah ja. Es tut mir unaufrichtig leid, aber ich benötige dringend eine starke Kraftquelle, die wenig kostet. Nun, du stiehlst von den Besten. Das ist nicht das Einzige, wobei wir uns bedient haben. Wo willst du hin? Oh. Trau nie einem Halbgott. Trau nie einen Halbgott. Oh. Der arme, 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 arme. So, was sind wir jetzt am Außendeck? So, was bist denn du für ein Kunde? Schmeißt du hier mit Locken oder wie? Zeit euch sogenannten Avengers. Unsichtbar. Eine Lektion zu erteilen. Genug, du Clementine. Ich hab dich echt satt. Na, komm her. So. Ich würde sagen, wie es dann weitergeht, das im nächsten Part. Mit eurem kleinen Kumpel Jimmy.